Was soll ich denn jetzt sagen? Moin Moin, eine neue Folge Let's Talk. Wie ihr unschwer erkennen könnt an der Kulisse, bin ich auf dem Hamburger Hafengeburtstag 2018 Nummer 829. Herzlichen Glückwunsch auf diese Art und Weise, in diese Kulisse. Wir haben ein traumhaftes Wetter, allerdings ein bisschen kühl, ein bisschen windig. Schade, schade, Sonne ist schon untergegangen, aber hinter uns fährt jetzt gerade die AIDA ein, die AIDA Perla. Es gibt gleich ein Riesenfeuerwerk, hier knallt das gleich aus allen Hütten. Aber ich habe einen interessanten Gast eingefangen und zwar, stell dich mal kurz unserem Publikum vor, wer bist du? Hallo, ich bin Markus Wittmark und betreibe hier auf der Hafenterrasse im Blockbräu unsere Fahrrinnenmusikanlage. Fahrrinnenmusikanlage, was darf ich mir darunter vorstellen? Das sind Lautsprecher, die etwas weiter auf die Elbe tragen können, also etwas weiter gehen als jetzt normale Lautsprecher, sogenannte Druckkammerlautsprecher der neuesten Generation. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir die aufdrehen, auch auf dem anderen Elbufer gehört. Macht das heute Sinn? Nein. Wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist heute so laut, es schallt aus allen Ecken. Die Schiffshörner werden hier die ganze Zeit angestellt und hupen hier ständig. Ein Schlepperballett haben wir schon gesehen, aber das kennt man alles. Erzähl mal, was ist so deine tägliche Arbeit hier am Blockbräu? Was machst du hier? Ja, tägliche Arbeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein, wir betreiben also im Zuge unserer Schiffsbegrüßungen und Verabschiedungen die Seite stpaulilandungsbrücken.de, gleichnamig auch auf Facebook und Social Media Kanälen. Jetzt erzähl doch nochmal, bist du hier täglich zu finden oder bist du nur bei interessanten Schiffen hier zu finden, die du begrüßt oder verabschiedest? Wie darf ich mir das vorstellen? Ja, unsere Fahrrinnenmusikanlage schmeißen wir eigentlich nur dann an, wenn ein Kreuzfahrtschiff hier vorbeifährt. Ah, nur für Kreuzfahrtschiffe? Nur für Kreuzfahrtschiffe. Mm. Tja, sonst würde ich hier wahrscheinlich Tag und Nacht gar nicht mehr runterkommen von der Fläche. Ja. Wenn wir jetzt jedes Schiff machen würden, wäre es schwer. Nein, Kreuzfahrtschiffe und dann auch die, die in die Hafencity gehen. Die Hafencity, okay. Also Cruise Terminal in der Hafencity. Wir haben ja drei Cruise Terminals, einmal Altona, Steinwerder, das neueste und in der Hafencity das älteste. Ja. Welche sind am meisten frequentiert? Fahren noch viele Schiffe in die Hafencity? Von wegen Tiefgang und so? Ja, also wir haben in diesem Jahr insgesamt weit über 200 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. Huch. Das ist eine ganze Menge. Aber für alle Kreuzfahrtterminals in die Hafencity und das, was uns hier betrifft, hier direkt vor den Landungsbrücken, das sind 35 Schiffe. Aber das ist auch schon. Von März bis Oktober. Und dann wirst du angerufen oder hast du die Termine schon im Vorfeld? Ja, die Termine werden in der Regel immer so im Dezember bekannt gegeben. Danach bauen wir dann unser Programm sozusagen. Ja. Und dann muss ich hier sein. Und was machst du sonst? Ich meine jetzt, 35 Schiffe ist ja jetzt nicht die Welt. Nö, ist nicht die Welt. Geht, ne? So, was machst du sonst so? Ich bin Veranstaltungskaufmann. Firma. Du planst Events. Genau. Nur in Hamburg oder kann man dich überall buchen? Man könnte mich tatsächlich überall buchen. Tatsächlich. So ist es, ja. Was ist dein Spessel so? Was machst du besonders? Was das hast besonders du irgendein Highlight oder so? Also ich muss schon sagen, dass hier auf der Hafenterrasse im Blockbräu, da geht einem natürlich als Hanseat und Hamburger schon das Herz auf. Ja, Traditionsunternehmen, ne? Tradition und vor allen Dingen für mich schließt sich hier auch tatsächlich so ein bisschen der Kreis, als das hier überhaupt noch gar nicht bebaut war. Da war ich Schüler der siebten Klasse, war hier auch zum Hafengeburtstag und stand hier auf Dachpappe. Da war hier keine Reling, kein gar nichts, da war hier nur so ein kleiner Mauervorsprung. Ja, ich bin so gerade noch gesaved, ne? Hier war eben noch der NDR zugange mit seiner Live-Aufzeichnung. War hier so ein Mauervorsprung und und ich stand dann hier abends mit einem Schulkamerad alleine, muss man sich mal vorstellen, auf diesem Fleckchen im Hafen. Eigentlich und undenkbar. Hab das Feuerwerk geguckt zum Hafengeburtstag. Kannst du dich noch erinnern? Kannst du zurückrechnen so schnell? Ich nicht. Ja, du warst 1900.
84. Ah, und lange her. Das ist echt lange her. Der Hafengeburtstag 800, ne? Hast du bestimmt mitgemacht? Den habe ich mitgemacht, ja. Und war das der Kracher? War das vergleichbar mit dem diesjährigen? Das war schon toll. Also das war ja damals mit Karl-Heinz Hollmann. Leider gibt es ihn ja nicht mehr. Und er hatte einfach einen ganz besonderen Charme gehabt, dieses Fest, dieses Hafenfest zu präsentieren. Also das muss ich sagen, also das war so aus meiner, wenn ich so an meine Jugendzeit oder Schulzeit auch zurückdenke, Hafengeburtstag war auch für den Hamburger tatsächlich das Jahresfest sozusagen. Leider kommt der Hamburger, ich sag mal, zum Hafengeburtstag immer weniger. Ja, es ist halt immer mehr zur touristischen Attraktion geworden. Also wir haben ja irgendwie 1 Million Leute, die hier einfallen an diesen paar Tagen. 2, 3 Tage sind es ja nur. So ist es. Was erwartet uns heute noch? Kannst du uns was vom Programm erzählen? Ja, außer das Feuerwerk gleich über die AIDA Perla. Ja, AIDA ist ja Hauptsponsor des Hamburger Hafengeburtstages. Im Hintergrund sehen wir ja auch schon die AIDA Perla, wie sie da hinschwabbelt, sagen wir mal. Ja, hinschwabbelt. Geil. Mit dem Schlepper davor. Den braucht sie eigentlich nicht, den Schlepper. Den hat sie jetzt nur... weil es schöner aussieht. Nee, weil zur Sicherheit hier im Fahrwasser. Es ist ja auch ordentlich Betrieb hier und meistens sind es die kleinen Sportboote, die so ein bisschen die Schwierigkeiten hier verursachen. Ja. Und so eine AIDA Perla, die kann nicht eben mal Bremst auf nicht. Die Bremse gehen. Nee. Und deswegen der Schlepper vorne zur Sicherheit. Ich weiß gar nicht, hinten hat sie auch rein. Also ja, sie ist unter Schlepperbegleitung, einfach aus Sicherheitsgründen. Ansonsten kann sie hier im Hamburger Hafen komplett selbstständig manövrieren. Und was kriegen wir sonst noch? Also außer jetzt AIDA und Feuerwerk, kommt noch irgendwas, was wir wissen sollten? Ja, morgen natürlich die Auslaufparade, die große. Und ansonsten... Fährst du da wieder mit? Du bist ja gestern, glaube ich, hast du erzählt, auch auf dem Schiff mitgefahren. Genau. Oder heute Morgen vielmehr. Oder ja, wie war's? Vorgestern war ja die Einlaufparade. Ja, da bist du mitgefahren. Dieses Jahr ein Tag mehr. Ja, egal. sag mal, fährst du da morgen wieder mit? Ja, falsch. Wo, auf welchem Schiff? Das wird dann die MS Victoria sein. Das ist ein schönes Fahrgastschiff hier im Hamburger Hafen. Und ja, da werden wir uns hoffentlich schön mittendrin wieder bewegen. Mitten. Und hier Huben. Ja, Huben. Das ist das Coolste, was es hier am Hafen die ganze Zeit zu hören gibt. Huben. Und viel Musik, wie ihr merkt. Also ich denke, wir machen einfach noch ein paar Bildchen und gucken dann mal weiter, wie das so heute noch so rund geht. Ne? Ein bisschen über die bunte Meile noch ziehen und so. Ja, irre. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Buden hier aufgebaut waren. Der ganze Hamburger Dom ist hier an den Landungsbrücken aufgebaut. Das ist unglaublich. Bude um Bude um Bude um Bude. Man kann hier richtig Spaß haben. Ja. Also, seid weiter interessiert, bleibt neugierig. Bis dann. Tschüss. Die Dämmerung naht und jetzt geht's gleich los mit dem Feuerwerk. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Ist ja immer jedes Jahr eine große Überraschung. Schauen wir mal. Genießt die Bilder. Ja, ja.
Ich bin voller Mann.